100 Jahre Tierpark Hellabrunn. Der Park eröffnete am 1. August 1911. Er hat eine Größe von ca. 40 Hektar. Und das sind umgerechnet 30 Fußballfelder. Im ersten Geozoo der Welt leben über 500 Tierarten, darunter die aus Süd- und Südostasien stammenden Axishirsche. Der Altensteinbock ist eines der faszinierendsten Wildtiere in Deutschland. Seine spektakulären Kletterkünste und seine großen Hörner machen ihn zum König der Alpen. Das aus der Familie der Pferde stammende Hartmannberg-Zebra lebt überwiegend an Bergausläufern, Busch- und Grasland sowie in der Wüste und Halbwüste. Ein Highlight im Tierpark ist das Pinguinhaus. Hier kann man unter anderem den Königspinguin, die nach dem Kaiserpinguin zweitgrößte Art der Pinguine, bewundern. Ein ausgewachsener Königspinguin erreicht eine Körperlänge zwischen 85 und 95 cm und wiegt zwischen 10 und 16 kg. Der Lebensraum der Königspinguine sind die subantarktischen Inseln auf der Südhalbkugel. Die Männenrobbe, auch Seelöwe genannt, ist eine südamerikanische Art der Ohrenrobben. Männchen werden bis zu 2,50 Meter groß und bis zu 500 Kilo schwer, Kühe werden 2 Meter lang und erreichen ein Gewicht von 140 Kilo. Man findet diese Art der Robben an der Pazifikküste Südamerikas sowie von Peru bis nach Feuerland und der Atlantikküste bis nach Südbrasilien und den Galapagosinseln. Der asiatische Elefant ist das zweitgrößte Landtier der Erde. Sie werden bis zu 3 Meter hoch und wiegen 2 bis 5 Tonnen und sind Pflanzenfresser. Sie mögen Gräser, Blätter, Samen, Früchte und Zweige. In freier Wildbahn werden sie 50 bis 60 Jahre alt. Im zentralen Australien findet man in der Savanne und im Buschland und Wüste rote Riesenkängurus. Männchen werden ca. 40 Kilo und Weibchen bis 90 Kilo schwer. Die in der Savanne heimischen Netzgiraffen mögen gerne Äste von Akazienbäumen. Sie werden bis zu 5,70 Meter groß und das Gewicht der Menschen beträgt fast 2 Tonnen. Die Weibchen werden bis zu 650 Kilogramm schwer. Die Netzgiraffen sind die größten Landtiere der Erde. Aus dem Regenwald in Afrika stammt der Dreh. Männchen werden bis zu 75 cm groß und 25 Kilogramm schwer. Weibchen werden nur halb so groß und wiegen ca. 11 Kilogramm. Drille stammen aus der Familie der Primaten und sind Allesfresser. Über zwei Treppen geht es zum unterirdischen Aquarium. Insgesamt leben in 24 Becken, nach Kontinenten geordnet, ca. 5000 Fische aus rund 200 verschiedenen Arten, wie zum Beispiel Skalare, Seepferdchen und Haie, sowie Malawi-Buntbarsche. Aber auch Zitterale, Mollis, Diskusfische, Neonsammler, Barben und Schwarzspitzenriffhaie und Rochen kann man hier besichtigen. Sumpfkrokodile kommen in Asien im Bereich von langsam fließenden Flüssen, Seen und Sümpfen vor. Sie erreichen eine Länge bis zu 4 Metern und werden bis zu 200 Kilo schwer. Männchen sind größer und schwerer als Weibchen. Sie ernähren sich von Fischen, Schildkröten, Reptilien, Amphibien und kleineren Tieren und Insekten. Der westliche Flachlandgorilla kommt aus dem tropischen Regenwald in den mittleren Teilen Afrikas. Männchen werden bis zu 180 Kilo schwer und Weibchen haben ein Gewicht bis etwa 90 Kilogramm. Gorillas weisen einen robusten, stämmigen Körperbau auf. Sie sind die größten Menschenaffen, denn stehend sind sie 1,25 Meter bis ca. 1,75 Meter hoch, wobei sie meist die Knie etwas gebeugt halten. Die meiste Zeit verbringen Gorillas mit der Nahrungsaufnahme, denn sie fressen bis zu 25 Kilo Blätter täglich. Das indische Panzernashorn braucht bis zu 150 Kilogramm Nahrung am Tag. Es ernährt sich von Gräsern sowie von Blättern, Zweigen, Ästen und Früchten. Bullen werden bis zu 2,2 Tonnen und Kühe bis zu 1,6 Tonnen schwer. Heute leben noch an die 3000 Tiere in freier Wildbahn wie in Indien, Bhutan und Nepal. Hier grüßt ein Pfau die Tierparkbesucher. Braunbären sind die größten Landraubtiere der Erde. Man findet sie in Asien, Europa und Nordamerika. Männchen werden bis zu 800 Kilo und Weibchen bis zu 500 Kilo schwer und werden an die 3 Metern lang. Sie ernähren sich von Kräutern, Fröschen, Hirschen, Elche oder auch Schafe. Braunbären werden mindestens 35 Jahre alt. Und das war Olga, sie ist mittlerweile im Alter von 41 Jahren verstorben. Aus der Familie der Katzen stammt der Löwe. Er lebt heute nur noch in der Sahara sowie im indischen Gujarat.
Dort ist er das größte Landraubtier. Löwen leben in Rudeln. Männchen werden bis zu 190 cm lang und wiegen bis zu 250 Kilo. Weibchen werden ca. 192 cm lang und wiegen bis zu 192 Kilo. Löwen jagen meist bei Dunkelheit. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Antilopen, Gnus, Büffel, Zebras, Schakale sowie Krokodile und Fische. Pelikane sind große Wasservögel mit langen, großen Schnäbeln. Sie zählen zu den größten Vögeln der Welt mit einer Größe bis zu 1,90 Meter. Sie wiegen bis zu 12 Kilogramm. Die Lebensdauer beträgt ca. 16 bis 23 Jahre. Sie leben von Fischen, Krabben und Schildkröten. Als Langstreckenflieger kann er ohne Pause 24 Stunden mit bis zu 56 Stundenkilometern am Stück fliegen und legt dabei Entfernungen von bis zu 500 Kilometer in einer Höhe von über 3000 Metern zurück.